Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem neuen Challenge-Video. Diese Woche haben wir ja das Thema Eis selber machen und ich habe hier einen Eiskuchen gemacht. Das Ganze habe ich in einer großen Gugelhopf-Form gemacht. Das seht ihr bestimmt schon an der Form. Und ja, es ist ganz viel Schokolade drin, es sind Beeren drin und Vanilleeis. Und wie es genau geht, zeige ich euch jetzt. Für diesen super schönen Eiskuchen braucht ihr eigentlich nur drei Zutaten. Ihr braucht natürlich einmal Eis als Grundlage. Ich habe hier einfach Vanilleeiscreme. Dann habe ich hier 300 Gramm Beeren und 100 Gramm Schokotröpfchen. Vom Eis habe ich hier 1 Liter. Ich habe meine Form einmal durchgemessen, einfach Wasser reingegossen und das Ganze dann ausgemessen. Und die hat gut 1,5 Liter, also passt das alles da super gut rein. Wenn ihr andere Formen benutzt, messt es einfach vorher einmal durch, damit ihr wisst, wie viel Volumen ihr zur Verfügung habt. Mein Eis habe ich bereits etwas antauen lassen, sodass ich es gut aus der Packung nehmen kann. Und ich nehme jetzt den gesamten Liter und gebe ihn in eine Rührschüssel hinein. Und dann rühre ich es einmal kurz durch, bis es wirklich richtig schön cremig ist. Unter das cremig gerührte Eis hebe ich dann die Beeren und die Schokostückchen. Die fertige Eismischung streiche ich dann in meine Kuchenform. Anschließend friere ich das Eis dann nochmal für 2 bis 3 Stunden ein. Das Eis ist jetzt nach einigen Stunden wieder komplett durchgefroren und ich spüle die Form jetzt einmal heiß von außen ab und stürze das Ganze dann auf einen Teller. So sieht dann der fertige Eiskuchen aus. Total schokoladig und ihr seht auch schon die richtig vielen Beeren, die da drin sind. Und natürlich das Vanilleeis. Am besten schneidet ihr das dann mit einem richtig gut heiß abgespülten Messer klein und serviert es am besten direkt. Und ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche für ein Challenge-Thema haben. So, und dann schaue ich mal, was wir nächste Woche für ein Thema haben. Ich bin wieder dran mitziehen. Und ich habe eins. Und es ist ein Haul für unter 5 Euro in Blau. Genau, wir hatten ja schon mal Pink schön. Haul. Mhm. Und Schwarz-Weiß hatten wir auch schon mal. Genau, Schwarz-Weiß auch. Genau. Ja, da kann man eigentlich alles Mögliche zu machen, ne? Und das ist immer ein spannendes Thema, finde ich. Genau. Meistens basteln wir ja noch dann ein bisschen was dazu oder mit den Sachen, die wir gekauft haben. Also ist zeigen, wie man die Sachen schön verschenken kann oder so. Genau, also wirklich eine schöne Sache. Ich freue mich auf das Video auf jeden Fall und ich hoffe natürlich, ihr auch. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch auf jeden Fall kein Video mehr von uns. Oder wenn ihr Lust habt, schaut mal bei Twitter, Instagram, Facebook oder auch bei Snapchat bei uns vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss.